Gegenstandsnummer SCP-151. Objektklasse Euclid. Spezieller Haltungsprozess: SCP-151 sollte in einem verschlossenen Ablagefach durch ein undurchsichtiges Tuch bedeckt und gehalten werden. Die Schlüssel zu dem Fach sollten in die Obhut des Bereichskommandants übergeben werden, sobald SCP-151 nicht mehr erforscht wird. Wenn Forschung durchgeführt werden, sollte SCP-151 in einem verriegelten Labor aufgewahrt sein. Zu beachten ist dabei allerdings, dass es abgedeckt werden muss, wenn es nicht verwendet oder untersucht wird, da sonst dessen Effekte eintreten könnten. Beschreibung: SCP-151 ist ein 1 Meter plus 1,3 Meter Ölgemälde, welches einem die Perspektive einer Person unter Wasser offenbart. Ein Subjekt, welches das Gemälde betrachtet, weist am Anfang keine merklichen Veränderungen auf. Sollte es jedoch über einen Zeitraum von 24 Stunden betrachtet werden, wird die Atmung des Subjektes immer schwächer, bis schließlich der Tod von diesem einsetzt. Während der Autopsie stellte sich heraus, dass die Lungen des Probanden mit Meerwasser gefüllt war, diese zum Ersticken brachten. Versuche, den Prozess des Ertrinkens durch einen medizinischen Eingriff anzuhalten, haben sich bewährt in Form einer Verlängerung durch Lebensdauer des Subjektes. Leider konnte man den Prozess trotz Eingriff nicht stoppen oder gar rückgängig machen. Das Gemälde ist nicht signiert, jedoch sind mehrere Namen auf der Rückseite geschrieben. Nachtrag: SCP-151 wurde in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Nach der Eröffnung begann die Untersuchung eine Reihe ungeklärter Todesfälle durch Ertrinken. Weil das Museum in einem Binnenstadt ist, entsandte die Stiftung ein Team von Agenten in Zivil. Die Agenten wurden darüber eingeweiht, dass die Opfer alle durch Wasser in der Lunge umgekommen sind und alle auf dem Trockenen gefunden wurden. Die Agenten entdeckten, dass die Namen, die auf der Rückseite geschrieben standen, zu einer Gruppe von künstlerisch geneigten Studenten gehörten, die alle während eines Auslandsstudiums in England verschwanden. Die Untersuchungen, welche sich mit dessen Schicksal beschäftigten, sind immer noch nicht aktiv und können eventuell Hinweise auf die Art und Herkunft des SCP-151 liefern.